Okay, wir sind da. Deep was? Na toll, jetzt kann ich nicht mehr lesen. Da steht's. Deep Fathoms. Fathoms. Okay. Und da fahren wir auch am Underdome vorbei, okay. I should learn how to read. Fat Homes. Fatties. Okay, da sind wir. Moxie's Red Light. 2 Kilometer. I need my ass, ne? Hey, kleine Info über Moxie, falls du sie noch nicht kennst. Die ist ab da ziemlich schräg drauf, liebt das Rampenlicht. Du kannst besser fahren als ich. Sie auf der Bühne wirkt. Oh, bevor ich vergesse, kann ich. Sie ist meine Mom. Also behandelt sie gut, sonst bin ich da, wo ich Lucky verscharrt hab. Ja, ich hab ihn gekillt. Tu nicht so. Ich hab doch gesagt, ich mach ihn kalt. Oh Gott. Die Dead End. Geradeaus. Immer rechts abgebogen, jetzt bin ich unten. Dead End? Das ist auch richtig. Ich glaube, wir müssen nach unten, oder? Mopsi, hinter dir ist einer. Wo zur Hölle fährst du lang? Achso, da runter geht's. Na, man hätte auch, glaube ich, runterfallen können. Ich will aber nicht runterfallen. Umdrehen. Jimmy down. Cookie down. Oh, hinter uns. Was zur Hölle? Mopsi down. Das war eine riesen Mine, das sieht man doch. Ich steig aus. Hol du dir die anderen. Du stehst bei mir übrigens noch da, du sitzt da nicht. Oh Gott. Meins. Alles meins. Oh, da hinten sind Skeks. Die Raketen verfolgen die Skeks. So lächerlich. Oh, ich glaube, wir müssen geradeaus weiter. Nimm mal die Rampe. Oh, yay, das ist eine gute Idee. Siehst du, man hätte glaube ich auch runterfahren können. Nicht auf die Dinger zufliegen. Oh, okay, jetzt fliegt es schon wieder an den Gegnern. Oh, der Typ ist gegen seine eigene Mine gefahren. Wie heißen die? Cheetah Paw? Also, ich finde es mal gut, wie sie dann wegfliegen. Explosions! Ich glaube, wir können hier noch weiterfahren. Ja. Das ist überhaupt nicht unfair hier mit dem Raket. Knallharter, fahr einfach rüber hinten. Können so knallhart sein, wie sie wollen. Ne? Oh, Achtung! Das war Glück. Solltest du nicht immer riskieren. Jetzt sei auch mal ein bisschen vorsichtig. Wir haben nur noch die Hälfte an Helm. Wir müssen die Kisten öffnen hier. Kisten? Ne. Eine Kiste. Ist was Gutes drin? Munition. Und Geld. Das ist übrigens keine Kiste, was du da geöffnet hast, sondern ein Spind. Was macht das Spiel hier eigentlich? Fahr mal weiter, die Auffahrt rauf. Yeah! Hey, jetzt mal ernsthaft. Warum sind diese Rundungen so kantig? Ja, das stimmt. Kantenglättung geht nicht. Oh, nicht raus, okay, ich glaube, jetzt müssen wir absteigen, oder? Da oben sind Kisten. Ich sehe schon den Underdome vor mir. Oh, Munition? Ja. Ja, ich bräuchte mal Combat Rifle Munition. Nicht mehr so viel. Das war in der Arena irgendwie besser. Organisiert. Moment, ich habe schon wieder ein Level abbekommen, oder? Ja, nee. Moment, ich bin der Einzige, der ein Level abbekommen hat. Zack. Noch mehr Munition für meinen Rocket Launcher. Oh, jetzt kommen wir hier ja diese Runde. Oh ja, hier kommen sie wieder. Weil sie sind schwach. Oh ja, die Knallharten sind nicht schwach, also. Ja, Knallharte. Ja, ich muss natürlich wieder gegen. Bei mir ist direkt eine Knallharte erst gespawnt. Die spielt immer so komisch. Naja, das ist Mopsi. Nee, die stehen alle. Boah, ich verliere total den Überblick.
Die sind Gott sei Dank nicht so schlimm wie... Oh, Hera ist auch noch dabei. Versteht ihr? Athena, Hera? Ich denke mal... Boah. Jumpt die ganze Zeit hin und her. Hast du gesehen? Sie hat die Sachen zurückgeworfen. Kugeln. Er lacht. Und der Jedi-Ritter von Pandora. Sehr wahrscheinlich. So. Immer noch mehr Geld. Ich bräuchte mal ein Geschäftchen. Oh, Waffenkiste. Was gibt's noch? Toll. Nee, doch hier, so eine. Upsi. Wer weiß, SMG. Weg ist es. Müll, hast du vorhin auch gemacht. Ich wollte auch was aus. Wir angucken, weg war's. Geil, wir haben's geschafft. Sim ist das eh nur Müll, wenn's weiß ist. Mr. Shanks, sind Sie das? Falls ja, ich hab Ihnen doch gesagt, Ihr Geld ist hier nichts wert. Oh, du bist es. Du brauchst hier kein Geld. What the fuck? Oh Gott. Los geht's. Tada! Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, überhaupt jetzt am Anfang noch ein Bild einzufügen. Jetzt sind wir wieder bei ihr, ne? Da ist sie. Sorry wegen dem Sauschein, aber ein gutes Kidnapping macht immer Dreck. Leck. Shank kam hier reingewalzt und hat sich Miss Athena geschnappt. Hat sich gewehrt wie eine Wilde. Die Mütze hat Krallen. Was? Mr. Shank ist auf die Belohnung scharf, die Atlas auf Athenas hübsches Köpfchen ausgesetzt hat. Um sie wiederzukriegen, muss man einen heißen Reifen fahren. Aber zum Glück bist du da bei mir goldrichtig. Ich helfe dir. Sie ist schön verrückt, ne? Oh ja. Noch mal ein Bild von ihr. Jetzt kommen noch mehr Straßensperren, die wir beseitigen dürfen. Sehr schön. Oh, und hier ist endlich mal ein Larvenlamm. Der ist ein bisschen zerfleischt worden hier oben auf der Bühne. Gucke ich mir alles gleich an. Jetzt mal alles verkaufen, was ich hier habe. Ah, so viel Müll. Jetzt schon wieder mehr als 2 Millionen. Oh, naja, dem geht's doch noch relativ gut. Da ist einer im Bad. Da liegen Leute im Badezimmer rum. Noch ein Bild von Moxie, ein anderes. Okay. Sie ist gut drauf. Ich brauche Munition für die Combat Rifle. Nee, ich brauche keine Repeater-Munition. So. Das müsste reichen. Ihr sagt, wenn wir wieder raus können. Ich finde es eigentlich ganz nett, aber ist ja nicht viel los. Außer gute Musik. Ja, das muss man im Spiel lassen. Gute Musik. Und Moxie. Oh ja. Und Mopsie. Okay. Moxie. So. Oh, Mopsie ist noch ein Menü. Jetzt nicht mehr. Ja, Moment. Ich war ja nicht noch im Automat. Nö. Die beiden sind die einzigen. Die Fat Homs. Fat Homs. Nee. Fathoms ist, glaube ich, richtig. Was für Univertet heißt, aber ich weiß, wie man es aussprechen könnte. So, müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurückfahren? Hi, Mann. Mom, ja. Sagt, du brauchst den Racer für eins von deinen Abenteuern. Oh, mehr Gegner. Ich hab das Digistruct ins Catch-or-Ride-System hochgeladen. Kannst ihn dir holen, wann immer du willst. Aber sei vorsichtig. Verglichen mit dem Monster ist dieses Ding so stabil wie ein Papiertaschentuch. Oh oh. Sollen wir doch lieber beim Monster bleiben? Ah, falsche Waffe zu vergleichen. Oben. Nee. Oh. Bumm. Nichts mehr oben. Oh, Munition. Das gibt's ja auch noch. Hä? Ist ja komisch. Parado. Explosion. Juhu. Ich werde ständig sterben. Du schießt von hier oben die unten ab, ja. Ach nee, das ist zu doof. Wo können wir denn Fahrzeuge spawnen, um weiterzufahren? Moment. Sollen wir nicht hier weiter? Nee, wir müssen wieder... Nee, wir müssen in die Richtung zurück, wo wir hergekommen sind. Haben wir doch so ein Ding da, so ein Spawner. Jojo, ich dachte, wir müssen in die andere Richtung weiter.
Aber nö. Noch mehr wow. Boah, die auf die Map, das sieht irgendwie... Achso, den ganzen Weg zurückfahren? Mhm. Mir gehört Fahrzeug 2 diesmal. Zack. Ich mach das Fahrzeug klar. Alles meins, nein, Flo, steig bei. Oh. Ich wollte mal allein fahren. Mopsi, warte auf mich. Ich. Ah, ich sehe, es ist schon wenigstens. Nee, du kannst ja schlecht schießen. Wir sind selbst in der Rakete, was soll ich denn da machen? Und so fährt man auf, fährt runter. Abfahrt in dem Fall. Just kidding. Ich hab Glück gehabt, dass es funktioniert hat. Es hat mich eben an die Auffahrt in Arkaden erinnert. Wow, hast du das gerade gesehen? Was war das denn? Einfach weiterschießen. Oh Gott, ist fast explodiert diesmal. Wow, also das war krass. Du wurdest direkt überfahren. Gott. Ich hab's vorher gesehen, so. Oh Gott, nee, den schaffe ich nicht mehr. Gott sei Dank braucht man eh kein Geld im Spiel irgendwie. Och Mann, ich hätte ihn doch beinahe getroffen. Ich weiß nicht, ob ich denn das. Wow. So. Brauchst du doch gar nicht. Direkt das Dings bedienen. Soweit ich weiß, hätte ich auch einfach dingsen können. Mich porten können. Ich weiß nicht. Ich war doch hier gerade eben. Ja. Nee, ich hätte mich trotzdem porten können. Ah, okay, wir können jetzt auch warten. Ich find's aber gut, wie wir einfach explodiert sind und der dann nicht direkt überfahren hat. Einfach so. Ja, ich lande direkt vor seiner Schnauze. Ja. Er ist einfach gerade ausgefahren. Quast, okay, wir können weiterfahren. Wir brauchen lange zum Laden. Slow PC, slow. Stimmt, den ganzen Weg zurück ist ja bekloppt. Nee, das nennt sich Spielzeit verlängern. Natürlich ist es bekloppt, ich meine. Just saying. Hyperion. Außerdem können wir denn die Werbung Abomination wählen? Außerdem können wir das dann nochmal alles lesen auf der anderen Seite. Oh, da waren wohl noch mehr Gegner. Und mir noch ein paar IP. Oh. Boom. 32. Boah, das hat so ein gleichzeitiges Geräusch gemacht. Alle drei Explosionen waren übereinstimmend. Und boom. Oh, das ist überfahren. Was für ihn? Which, where, was? Ridgeway? Ridgeway? Oh! Gegner. Nicht immer gegenfahren, das ist nicht so schlau, das bringt dich so gar nicht. Okay, das war's fast. Ich würd weiterfahren. Vorsichtig. Oh Gott. Oh, ja, übrigens, Ram ist dumm. Fällt mir gerade ein, wieso? Weil wir nämlich auch Schaden nehmen davon. Dann sind wir bald tot. Und übrigens nur noch verfolgt. Eine eckige Rundung, ja? Eine eckige Rundung. Das ist ein tolles Oxymoron. Ah. So, okay. Da sind wir. Deins, deins. Übrigens, der Mond sieht, oder der Planet da drüben sieht schon wieder so komisch aus, ne? Das hat er vorhin auch so getan. Welche Richtung? Weiß ich nicht. Einfach Mopsi hinterher, die weiß Ridgeway? Das. Mopsi hinterher, links. Ich will aber hier. Ach, stimmt, du hast recht. Mopsi muss. Ich weiß zwar nicht, was hier außen toll ist, aber vielleicht gibt's hier irgendwas. Erstmal schieße ich Raketen in die Richtung. Ich weiß, das Gegner. Okay, das war schon wieder mit den Gegnern. Du hast eine tolle Abkürzung genommen. Ah, the Ridgeway. Das könnte jetzt schwer werden, wer weiß. Ach, Unsinn. Wir schaffen es schon. Du hast schon bessere Witze gemacht. Ramin.
Jetzt können wir beide nicht mehr weiterfahren. Sehr gut. Was zur Hölle? Jetzt echt? Ich dachte schon. Schnell, fahr weiter. Oh, nicht rammen. Oh, stimmt, das ist ein Laden. Ich will auch. Nein! Kann ich wenigstens was verkaufen? Und zweitens hat es mir das Geschäft vermiest, als Atlas Pandora besetzt hat. Als ihr hier Rabatz gemacht habt, sind die Leute in meinen Club geströmt, wie der Schnaps durch die Leber von meinem zweiten Mann. Jetzt, wo die Lens den Highway sperren, ist für mich Feierabend. Und sieh mal mit ihren Männern ins Spiel.